Bin ich Gegenstand Ihrer Reportage? Gütiger Arthur, der kleine Narzisst glaubt ernsthaft, der Mittelpunkt der Welt zu sein, um den sich sämtliche Menschen zu drehen haben. Laufe. Ist aber kein Livestream jetzt, oder? Doch, ich streame jetzt ab jetzt live. Der kleine Lügner, Teil 33. Zuzugeben, dass er schon seit mehr als einer Stunde lebendig strömt, wäre schon zu viel gewesen. Wir sind heute hier am 1. Mai 2021 in Weimar, hinter Ihnen das Amtsgericht, das weiträumig abgesperrt ist. Was ist der Grund für diese Absperrung? Es gibt drei verbotene Versammlungen hier in Weimar. Das OVG hat erst heute eine letzte Versammlung, die das Verbot bestätigt. Und wir haben jetzt hier eine Schutzzone um das Amtsgericht eingerichtet, um das Gebäude an sich eben, wie der Name schon sagt, auch zu. Daraus hättest du auch der Pressemitteilung der Polizei entnehmen können, E.T. Sie sagen, unter dem Deckmantel der Querdenkerbewegung. Die Querdenkerbewegung ist die nicht eine ganz normale Gruppe, die auch das Versammlungsrecht, das Sie gerade angesprochen haben, auch hat. Warum darf das Querdenker? Das hat jeder in Deutschland das Versammlungsrecht. Wir haben aber die Erfahrungen der letzten Wochen gezeigt, dass man sich nicht immer an Auflagen, die einem auferlegt worden sind, gehalten wurde. Und die genauen Gründe, warum die Versammlungen letztendlich verboten worden sind, kann ich Ihnen nicht sagen. Da müssen Sie die Versammlungsbehörde fragen, weil die sind verantwortlich für den Verbot einer Versammlung. Diejenigen, die letztendlich dann das Verbot durchsetzen bzw. eine Versammlung schützen, wenn sie denn stattfindet. Auch das hätte man der Pressemitteilung der Polizei entnehmen können, wenn man denn Interesse gehabt hätte, sich zu informieren. Frau Grob, können wir Sie noch mal haben? Weil die Dame hat gerade gemeint, Sie wüssten da besser, zum Beispiel zum Thema der Auflagenbescheid. Weiß ich nicht, hast du den mal gesehen? Ich kenne ihn ja nicht. Den Auflagenbescheid habe ich nicht gesehen. Nee, also dann müssen wir doch Versammlungsbehörde. Genau, es ist die Stadt zuständig. Da würde ich Sie bitten, sich einfach an den Pressesprecher der Stadt Weimar zu wenden. Ja. Das ist der Herr Andi Paukel. Ja. Und der kann Ihnen dann natürlich nähere Auskünfte geben, weil einfach die Versammlungsbehörde dafür zuständig ist. Naja, gute Polizeisprecherin. Dazu müsste der Herr T. ja erst einmal Interesse daran haben, sich mit dem Versammlungsrecht auseinanderzusetzen und den zuständigen Sachbearbeiter kontaktieren zu wollen. Da der Herr T. aber nur die Gaffgier seines zahlenden Publikums zu befriedigen gedenkt, kann man da kaum eine umfassend recherchierte, qualitativ hochwertige journalistische Arbeit erwarten. Eine andere Frage, etwas anderer Natur. Sind alle Polizisten Polizeibeamte oder nicht? Ja, Polizisten, es gibt Polizeivollzugsbeamte natürlich und das sind Polizisten, richtig. Auf was wollen Sie jetzt hinaus? Der Herr T. will darauf hinaus, dass in seiner Welt nur diejenigen Polizeibeamte sind, die das Recht in seinem Sinne auslegen. Alle Polizisten, die der Aufgabe gerecht werden, auf die sie ihren Diensteid abgelegt haben und das Recht unabhängig von der Person durchsetzen, sind für Herrn T. nämlich weder Polizisten noch Menschen. Da kennt der Herr T. gar nichts. Auch wenn Sie das vielleicht mal anders gesehen haben, ich kann mich da an eine Aussage von Ihnen erinnern, dass wir Polizisten ja keine Menschen sind, oder? Menschen würden sich nicht so verhalten, habe ich gesagt. Okay, also das heißt, wir sind in Ihren Augen keine Menschen, weil wir uns ja demnach so verhalten. Willkommen in der kleinen, beschaulichen Welt des L.I.A.T. Die Bibel sagt, an ihren Taten sollt ihr sie messen. In der Bibel steht auch, wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist, und sollen beide des Todes sterben. 3 Mose 20,13. Will der Herr T. jetzt durch die Welt ziehen und alle Homosexuellen ermorden, weil das so in der Bibel steht? Und wenn Sie sich leider Gottes über das Grundgesetz stellen, indem Sie sagen, die Würde des Menschen ist eben antastbar? Nach diesem nicht besonders intelligent konstruierten Strohmann wird es langweilig. Ich springe daher direkt zu Elias relativ einseitigem Gespräch mit einem ZDF-Journalisten. Mal ganz kurz fragen, für wen arbeiten Sie? Für YouTube, für die Menschen. Bei der ganzen Bettelei auf deinem Lebensströmauftritt könntest du ja schon ehrlich sein und zugeben, die Gaffgier deiner Zuschauer gegen Spenden, Geschenke und lukrative Einnahmen aus Merchandising zu befriedigen, weil du dann keiner ehrlichen Arbeit zum Broterwerb nachgehen musst. Ja, ich weiß ja, dass du mit der Ehrlichkeit auf Kriegsfuß stehst. Damit nicht nur das ZDF am Start ist und danach sein Spin und sein Framing und so weiter machen kann? Der kleine Demagoge,
10 praktische Beispiele, wie man zum Josef 2.0 wird. Lektion 1. Hau Zeug raus, bis die Schwarte kracht. Fällt dir nichts Passendes mehr ein, schiebe einfach ein und so weiter hinterher. Das funktioniert immer und klingt super kompetent. Sondern dass auch andere Menschen, die authentisch nachfragen. Damit kannst du dich selbst wohl kaum meinen, da du am laufenden Band extrem manipulative Suggestivfragen stellst. Das ist weit abseits jeglicher Authentizität. Die auch keinen Auftrag haben, von der Regierung gesteuert zu berichten. Den Nachweis für diese frei erfundene Behauptung bleibt der Herr T. wie gehabt schuldig. Ja, hier sind und vor Ort die Fragen stellen, die allen Leuten unter der Zunge bringen. Und wer bitteschön ist alle Leute? Die knapp über 1000 Hanseln, die deinen Lebensström glotzen, sind nicht einmal ein Promille der Zuschauer der Nachrichtensendungen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Meine Arbeit ist auch zeitdokumentarischer Natur. Ich dokumentiere Zeitgeschichte. Selbst das ist gelogen, da solch ein dokumentarisches Erfassen der Zeitgeschichte zwingend einen neutralen Standpunkt erfordert, der die Argumente aller Seiten beleuchtet, um die erforderliche Distanz und Ausgewogenheit zu wahren. Weil ich, wie wir alle wissen, ja, sei das jetzt die Jahrhundertpandemie oder nicht. Der kleine Demagoge, Lektion 2. Unterhöhle durch alle nutzbaren Hintertürchen die Realität, um sie durch die deinen Zielen entsprechende Version ersetzen zu können. Ich glaube, über die Jahrhundertpandemie hinaus, die Rechtsbrüche, die hier passieren werden, aufgearbeitet werden müssen. Ich zähle aus gutem Grund gar nicht erst mit, aber das war eine weitere frei erfundene Behauptung, die halt wunderschön in das Narrativ der Opferrolle rückwärts passt. Und dann wird sich unter anderem auf das Material von Menschen wie mir, die halt eben authentische Berichterstattung gemacht haben, berufen müssen. Nach der Wiederholung der bereits widerlegten Behauptung einer angeblichen Authentizität folgt das bei allen Schwerdenkern übliche Narrativ der Bestrafung nach der Machtübernahme aufgrund einseitig dargestellter Ereignisse aus der Klamottenkiste der YouTube-Journalisten. Dass solches Tun mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht vereinbar ist, stört diese Menschen nicht einmal ansatzweise. Die angeblich für den Erhalt der Demokratie auf die Straße gehen, gleichzeitig aber auf dem besten Weg dazu sind, einmal mehr eine Gesinnungsdiktatur zu errichten, sobald sich eine Gelegenheit dazu bietet. Anstatt auf das, was die Kollegen vom ZDF, man sagt auch im Volksmund Zentrum der Finsternis. Erstens, es ist eine Beleidigung sondergleichen, wenn ein Herr T. sich anmaßt, echte Journalisten als Kollegen zu bezeichnen. Zweitens, die rege Fantasie des Herrn T. mag ihm ja Streiche spielen und ihm Dinge suggerieren, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Ich für meinen Teil habe statt ZDF noch nie Zentrum der Finsternis gesagt. Diese Neuerfindung muss wohl aus dem Vokabular der Reichsbürger, Identitären oder Neonazis stammen. Wo ist der Unterschied zwischen Ihnen und ihm? Also der Unterschied ist Framing. Und einmal mehr das alte Spielchen. Erst einmal eine frei erfundene Behauptung raushauen. Das werden Sie wahrscheinlich kennen, das Wort. Und dann so tun, als ob jeder in der Schule gelernt haben müsste, was gemeint ist. Falls nicht, das ist im Prinzip ein Ausschnitt der Debatte zeigen, so dass er halt politisch in das Narrativ passt, das gerade gefordert wird. Dann eine falsche Erklärung nachschieben. Entweder von der Chefredaktion oder die Ideen wiederum von oben Druck machen. Und noch einmal ein paar frei erfundene Behauptungen hinterher schießen, damit das Gegenüber derart mit Informationen überladen ist, dass es die vorgetragenen Pseudo-Argumente mental gar nicht mehr verarbeiten kann. Die tatsächliche Definition wäre: Framing bedeutet, einige Aspekte einer wahrgenommenen Realität auszuwählen und sie in einem Text so hervorzuheben, dass eine bestimmte Problemdefinition, kausale Interpretation, moralische Bewertung oder und Handlungsempfehlung für den beschriebenen Gegenstand gefördert wird. Das ist doch exakt das, was der Herr T. seit Beginn seiner YouTube-Karriere praktiziert. Einseitige, passend gemachte Berichterstattung. Ein Spin, das ist, wenn Leuten die Worte im Mund verdreht werden, indem sie halt aus dem Kontext gerissen werden.
Auch das ist eine völlig falsche Darstellung. Den Begriff Spin gibt es nur im englischsprachigen Raum. Und dort beschreibt er ebenfalls das, was Elia T. im Internet und bei seinen Ansprachen ad nauseam praktiziert. Rosinenpickerei, nicht ablehnende Ablehnungen, nicht entschuldigende Entschuldigungen, distanzierende Sprache wie Fehler sind gemacht worden, Herumreden um den heißen Brei, stillschweigende Voraussetzung unbelegter Behauptungen, Ablenkung und Spalterei wie zum Beispiel Polizisten sind keine Menschen, wenn, Diskreditierung unliebsamer Berichterstattung, hier zum Beispiel gerade das ZDF und so weiter. All das gehört zum Repertoire eines Spin-Doktors und unser IT erfüllt jedes einzelne dieser Kriterien perfekt. Dann gibt es auch noch zahlreiche andere Methoden, mit denen die Qualitätsmedien, die sogenannten, arbeiten. Der Zusatz so genannt impliziert exakt das Gegenteil des Gesagten. Es ist eine rhetorische Figur, die mehr hermacht, als wenn man Drecksmedien sagen würde. Gemeint ist das aber sehr wohl. Auf die Frau Ursula von der Leyen uns ja eingangs dieser Pandemie eingeschworen hat und gesagt hat, glauben Sie bitte nur den Qualitätsmedien. Der einzige Treffer bei der Suche nach dieser Behauptung führt zu einem YouTube-Konto, das von YouTube gelöscht wurde. Das ist ein typischer IT. Das Blaue vom Himmel herunterlügen und in 20 Liter Kanistern für nur noch 500 Euro pro Stück verscherbeln. Nur die würden authentische Informationen verbreiten? Irgendwie hat der Bube es mit der Authentizität, von der er weiter entfernt ist als Pluto von der Sonne. Gleichsam beobachtet man aber, dass dieselbigen Qualitätsmedien immer weiter abstürzen. Wer ist man? Der ideologisch vorbelastete Herr T. mit seiner einseitigen Weltsicht hat wohl kaum die Kompetenz, derart weltbewegende Aussagen machen zu dürfen. Kein, ich sag's mal auf gut Deutsch, kein Schwein guckt mehr ZDF und ARD. Dumm, dass sich das nicht anhand von Daten belegen lässt. In anderen Worten eine Lüge mehr, die der Herr T. hier in die Welt setzt. Musikantenstadel war das Einzige, was sie noch groß gehalten hat und der Tatort? Schöner kann man ein eingeschränktes, extrem selektives Weltbild kaum noch demonstrieren. Wer so eine geballte Ladung Unwissen emittiert, hat keinerlei Kompetenz, sich zum Thema öffentlich-rechtliche Medien zu äußern. Bei den Nachrichten, das sage ich ganz offen und sehr gerne in jede Kamera, ja, da erzählen die von morgens bis abends, also von Anfang bis Ende der Sendung nur Lügen. Spätestens hier verlässt Herr T. den Boden der Realität, da er für sich die alleinige Deutungshoheit über den Wahrheitsgehalt sämtlicher Nachrichtenbeiträge rund um den Globus beansprucht. Nur an zwei Stellen machen Sie eventuell eine Ausnahme. Das eine, das sind die Sportergebnisse, in der Regel kriegen Sie die richtig hin und beim Wetter liegen Sie 50% falsch. Mr. T., das wandelnde Pauschalurteil auf zwei Beinen. Und so jemand behauptet ernsthaft, das unreflektierte ins Netz blasen seiner einseitigen Weltsicht wäre Journalismus. Danke, Herr T., aber nein, danke. Da der Herr T. wie immer im Dauerredemodus ist, habe ich das Video hier in zwei Teile geteilt, um die Geduld der Zuschauer nicht über Gebühr zu strapazieren. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up!